Hi, herzlich willkommen zum LS17, dem Landwirtschaftssimulator. Mein Name ist Andi und ich freue mich wie immer mega, dass du eingeschaltet hast. So, wir sind wieder auf der Estancia La Pacho, waren wir ja lange nicht mehr und ich bin vollkommen am Zuckerrohr ernten und am Einsäen. Und ihr seht, mein Geld schwindet geradezu dahin. Muss mal gucken, wo hier Zuckerrohr ganz gut gefragt ist. Am Hafen, Transportfirma bringt am meisten. Dann fahren wir uns doch wieder dahin. Ab geht's. So, ich hab den Fendt bis drüben am Einsäen. Da habe ich einen Cosplay-Fahrer dabei gestellt. Der soll mal schauen, was da so abgeht. Und macht er auch. Aber die ganze Sache kostet natürlich ein Schweinegeld. Ja. Was soll ich sagen? Nutzt nichts, muss ja gemacht werden. Es nutzt gar nichts. So, zerteilen kann ich mich nicht. Und ich möchte auch hier das Zuckerrohr abgefahren haben. Das Kohle ins Haus kommt. Muss ja irgendwie. Aber es muss ja auch das Feld eingesät werden, denn das wollen wir ja irgendwann noch mähen. Upa. Fast noch zu weit rückwärts gefahren. Ja, ich könnte auch irgendwann hiermit nochmal tanken fahren. Könnte ich wohl machen. Muss ich mal bei schauen. Auch vorerst müssen wir erstmal schauen, dass wir unser Zuckerrohr geerntet bekommen. Unser Perma-Zuckerrohrfeld. Weil ich mir eigentlich auch so ein... Ach, das Einsäen ist so riesig. So ein Riesenproblem. Ich finde es halt schön, dass es das Zuckerrohr immer wächst. Dass man es nicht unbedingt einsäen muss. Neu säen muss. Das ist viel wert. Aber ich würde es auch gerne mal durchpflügen. Einfach um mehr Ertrag zu haben. So, dann bin ich mir aber unschlüssig, ob die Arbeit das wert ist. Denn das Einsäen war jetzt auch nicht so die... So die Firlefanz-Aktion. Das ist ja alles immer ein Aufwand, wenn man nur einen Meter Arbeitsbreite hat. Was ja beim Zuckerrohr tatsächlich der Fall ist. Der ist schon wieder fast voll, der Kollege hier. Den passe ich jetzt aber mal ab. Na, wahrscheinlich eh. Zack, voll. Ja. Das war klar. Nee, so wollte ich das nicht. So ist besser. So, dann sind hier mal wieder die ersten 12.000 raus. Dann können wir hier weiterfahren. Ach, durch ein Objekt blockiert, ey. Stellt sich aber auch immer an. So, daneben hin. Dann tappen wir mal durch. Das hat diesmal besser funktioniert. Der ist dann tatsächlich von Feld 2 auf Feld 3 ohne Unterbrechung gefahren. Prima. So, und den Kollegen hier, den grätsche ich jetzt nochmal ab. Entlassen wir den Abfahrer. Und säen mir hier weiter selber ein. Ich mache erstmal aus und dann machen wir so. Ja. Genau. So, einsäen, weiter geht's. Ich mach's Licht aber aus, auch wenn mein Cosplay-Fahrer das Licht mag. Geht's, ich brauch's mal noch nicht. So schlimm ist das Wetter nicht. Dann können wir hier mal ein paar Mark sparen. Ich muss halt nur ein Auge auf das Zuckerrohr werfen. Wie weit, wie toll. Da. Mein Kollege ist. Das könnte alles passen, ne? Könnte. Können wir nämlich auch hier mitfahren. Macht die Sache wesentlich effizienter.
denke ich zumindest. Gucken, ob das so hinhaut hier. Sieht nicht schön aus, aber naja, wird wohl gehen. Wird gehen. Und dann haben wir nämlich auch die volle Breite ausgenutzt und nicht so. Ja, müssen halt sparen, ne? Es muss gespart werden. So, ein bisschen Karte machen wir an. Können wir auch mal schauen, wer hier wo ist. Das ist auch ganz in Ordnung. Das passt ja alles, hoffentlich. Ah, hier muss auch wieder getankt werden, ey. Junge, Junge, Junge. Wer viel mit den Maschinen schafft, ne? Der braucht auch viel Sprit. Ich weiß jetzt schon, dass wir irgendwann später hier diese kleinen. Ja, diese kleinen Ecken, dass die mir auf den Zeiger gehen werden, ne? Das ist so. Passt doch wieder. Ich dachte gerade, ich hätte gelenkt, aber ich habe nichts gehört. Nur dieses akustische Signal. Oh, wie schön, da passt die. Herrlich. Wird nur nachher schwierig, wenn ich das neu auffüllen muss, das Gerät. Dafür habe ich nämlich noch keine Kohle. Ja, aber ich habe ja noch ein bisschen Zuckerrohr, was ich verkaufen kann. Das brachte ihr auch. Ich habe den Preis nicht mehr im Kopf, ne? Das ist dieses Handy-Phänomen. Man guckt aufs Handy. Hä? Wie viel Uhr war es? Genauso habe ich den Preis vergessen. Das war totaler Triss, was ich gerade gemacht habe. So, besser. So. Ja. Ich würde ja sagen, das meiste ist getan, aber so ist es tatsächlich noch nicht. Bisschen was müssen wir noch. Und dann werde ich auch ganz badass-mäßig, wenn hier alles eingesät ist und es dann noch nicht so weit sein sollte, dass ich in meiner dritten Wachstumsstufe bin, von 1, 2 und 3, dann werde ich bis dahin vorspulen, denn ich brauche echt die Kohle. Also. Ist leider so. Da muss auf jeden Fall gestriegelt und dann später geerntet werden. Und vielleicht bin ich dann ja sogar schon so weit, dass ich hier das erste Mal mähen kann. Oder zumindest versuchen kann zu mähen. Und dann habe ich Arbeit. Dann habe ich Arbeit. Dann geht's rund. Da freue ich mich schon drauf, ne? Freue ich mich drauf, wie so ein kleines Kind auf, keine Ahnung, auf Weihnachten. Naja, fast. Aber ähnlich. Und dann machen wir dicke Kohle. Ganz, ganz dicke Kohle. Ob ich sowas auch mit einem Follow Me machen soll, dass ich dann vorne mähen. Ah ne, so viel Breite habe ich gar nicht beim Mähen. Vorne mähen, hinten zettern. Dann wäre es weg. Also viel Breite habe ich echt nicht. Irgendwie bringen wir es hin. Ich muss auch noch diese ganzen Holzstücke wegwerfen. Die ich mir da selbst in den Weg gelegt habe. Da könnte ich aber gerade bei gucken, ne? Komm mal her. Wie fahre ich denn hier? Fahre ich richtig? Ja, ich fahre richtig. Dann mache ich dich mal aus und stelle mir einen Abfahrer ein. Spring hier mal aus dem Auto. Das hat gerade so gepasst.
Und guck mal, da sind hier die ganzen Kapstücke. Ah ja, doch, gut, haben wir. Dass ich die mal irgendwo hingebracht bekomme. Ich sammle die erstmal hier am eingesäten Feldrand. Ende vom Zaun. So, die finde ich eh alle nie wieder. Hier auf diesem Riesenfeld. Bisschen springen, ne? Vielleicht sieht man die dann. Da ist noch einer. Und dahinter auch noch direkt einer. Ja, Jackpot. Dann fliegen die mir hier nicht am Feld rum. Packe ich mir die irgendwann, keine Ahnung, in den kleinen Anhänger oder so. Pickup. Pickup ist gut. Beste Idee ever. Ich brauche ein Pickup. Ich muss erst Zuckerrohr abfahren. Und dann holen wir uns ein Pickup herbei und schaffen die paar letzten Spreisel, die Stöckchen, die schaffen wir da rein und fahren den Mist weg. Dann haben wir auch keine Schwierigkeiten mehr damit. Oh, ich mache viel zu wenig mit dem Pickup, ne? Fällt mir jetzt wieder ein. Schade, dass man mit dem keine Anhänger fahren kann. Jetzt ist der leider Gottes zu klein für. Weil er ist ja auch schnell wie Schwein. Der fährt 130, 123 fährt er. Oh Gott. Klingt immer so mies, wenn der losschüsselt, ne? Boah. Und go. Ja, genau. So hatte ich mir das vorgestellt, quasi. So, kann man laufen lassen. Dann halt eben so. Und drupp. Und drupp. So, weiter. So sehen wir auch die Abschnitte viel, viel besser auf dem Feld. Viel besser. Ja, das hier ist doch wesentlich besser als hier nochmal mit dem Anhänger rumgefahren, mit dem Holztransporter. Ah, hier sind noch Stücke. So wird ein Schuh draus. Felder aufräumen kann ich. Hier war ja auch noch irgendwo. Ein Baum? Ein Baum. Ist der zu schwer? Achtung. Ja, warum drücke ich denn? Oh! Ich bin Hulk! Boah, ich bin ja nur mittelschwer beeindruckt, ich bin ja schwer beeindruckt. Ich kaufe mir hier so einen Frontlader mit Zeug und so. Hätte ich ja quasi alles von Hand machen können, alles. Boah. Aber echt, dass er das Ding gehoben bekommt, ich dachte, ich hätte es noch so ein, zweimal durchschneiden müssen oder so, damit das da reingeht. Hätte ich ja auch kein Problem mit gehabt, aber... Nix. Hoch, rein, kein Problem. Oh nein! Oh Gott. So, besser. Ich finde es ja auch lustig, dass alles, was man daneben legt, also quasi neben diese Spanngurte, dass das nicht fest ist. Wenn man es dann nochmal festzieht, also quasi Spanngurte löst und festmacht, dann ist alles wieder bombenfest. Oder? Ja. Oh, hier ist noch einer. Das dürfte man von hier hinten bald alles haben, ne? Da. Gib ab! Aha! Nee, der alte Hinknien-Trick, ne? Der hat's gebracht.
Okay. Wie komme ich in dieses Menü rein von dem... Achso, das war... Nee. Deswegen konnte ich den Baum nehmen. Oh mein Gott. Ich habe mich schon gewundert. Gerade das Auto hochgehoben, ey. Ey, ich habe mich gewundert. Muskelmodus brauchen wir nicht. Ja, für die kleinen Spreißerchen nicht. Dann kann ich das Ding auch direkt klein machen. Nee, warte, mache ich hier weiter. Hier drin. Nicht den Gurt durchschneiden. Geht aber auch ohne Muskelmodus ganz gut, ne? So hatte ich mir das vorgestellt, dass ich da noch mal ein bisschen dran geigen muss und dann das Ding wegpacken. So ist in Ordnung. Ich meine immer, ich würde irgendwo was glitzern sehen. Ne? Helfer B hat die Arbeit beendet. Ach so, mein Striegelhelfer. Hier, da, zack, Kapstück. Ich bin mal gespannt, wie viel das hier so gibt. Nur diese kleinen Mistbrocken da. Ob die überhaupt irgendwo angenommen werden. Direkt mal wieder auf Seite fahren. Denn arbeitende Leute soll man nicht vom Arbeiten abhalten. Ne? Das könnt ihr euch merken. Wenn ihr irgendjemanden seht, der am Arbeiten ist, arbeiten lassen. Nicht ansprechen. Da hören die meistens auf zu arbeiten. So ist es auch bei dem Helfer, wenn man ein Auto davor stellt. Dann hört er auf zu fahren. Kapstück. Für das bisschen einsehen, weil 3000 an Lohnkosten gezahlt. Ne? Und hier Spritkosten. Ja, doch, Sprit und Saatkosten. Junge, 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 Junge. Und Zuckerrohr ist auch schon wieder voll. Aber ich denke, hier bin ich auch soweit durch. Er ist fertig. Ja. Hier bin ich soweit durch. Dann lade ich noch das Zuckerrohr ab. Den lasse ich mal behilfsmäßig hier stehen. Wenn er eh neu ansetzen muss, können wir auch gerade abladen. Dann können wir die Fuhre auch schon wieder wegfahren. Das läuft ja wie ein Schnürchen hier. So, Auto voll. Das fahren wir auch zurück hier in den Getreide... Ja, doch, Getreidespeicher heißt das, glaube ich. Getreidespeicher 3, genau. Und dann können wir da nämlich irgendwann, wenn wir hier abgeerntet haben, komplett abfahren. Und hoffentlich einen guten Preis erzielen. Ich weiß nämlich nicht, wie viel ich hier ins Minus gehen kann. Bevor irgendwo die Bank kommt und sagt, ich klebe dir einen Kuckuck irgendwo drauf. Dass jetzt mein Traktor, solange du bezahlt hast... Nee, bis du bezahlt hast. Das wäre dann so richtig schlecht. Aber ich denke, so weit wird es nicht kommen. Da wird irgendwann einfach nur kommen, du hast kein Geld. Wir verkaufen dir nichts. So ist das, glaube ich, eher der Fall. Wir sind so langsam wieder am Ende angekommen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du Bock drauf hast, auch ein Abo, sehe ich mega gerne. Dann verpasst du bei mir nichts mehr. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Mach's gut, bleib gesund. Ciao.